Das ist einmal dieser Ladeluftrohr, der dahin geht, zum Ladeluftkühler geht, dann geht das Ding so rein und so hoch. Das ist aber echt nicht gut. Die kommt raus, die kommt rein. Wir haben einen meterweise Weg zur Drosselklappe und das geht nicht. Werde ich quasi abschneiden, hier dran schweißen. Also ich sag euch, das Ding wird geil. So. Willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um den VR6 Turbo. Bei dem VR6 Turbo muss ich nur ganz kurz eine Geschichte erzählen. Die Leute, die dazugestoßen sind zu diesem Projekt, die kennen das nicht so ganz. Ich erzähle euch das Ganze. Ich habe das Auto damals schon, bevor ich mit YouTube angefangen habe, diese Autos gekauft. Das waren zwei Stück. Einmal ein Golf 4 Cabrio, sagt man ja nicht dazu, und ein Golf 3 Cabrio. Warum habe ich beide gekauft? Weil bei dem der Dach kaputt war und bei dem anderen der Dach in Ordnung war. Und dann wollte ich da so ein bisschen fusionieren und so. Aber dann haben wir mit YouTube angefangen. Ich hatte keinen Platz gehabt und das Auto musste leider weichen. Der Golf 3. Dann habe ich mich entschieden für einen VR6 Turbo-Umbau. Schöne Grüße an Turboschmiede, an Ruven, der mich irgendwie da inspiriert hat. Ja, dann habe ich mir diesen Motor geholt. Das ist ein komplettes Paket, was ich damals gekauft habe. Ich habe diese Ladeluftrohre habe ich nicht so verbaut. Die Luftrohre, die er hier so verbaut hat, kann ich einfach nicht so lassen. Es funktioniert, ja. Ich zeige euch jetzt diese Rohre, was ich meine, und dann bitte mich, wieso versteht. Da, der kommt einmal so hin, dann kommt er so hin. Das ist einmal dieser Ladeluftrohr, der dahin geht, zum Ladeluftkühler geht. Dieses Rohr, das bauen wir jetzt auch nochmal ein. Dann haben wir das auch eingebaut, ihr seht, dann geht das Ding so rein und so hoch. Wir haben einen meterweise Weg zur Drosselklappe und das geht nicht. Und das will ich ändern. Die Ansaugbrücke kommt komplett raus. Ich habe mir eine neue besorgt. Es ist eine Selfmade-Brücke. Ich habe mir mal gedacht, ey, was nimmst du jetzt? Nimmst du das, nimmst du dies, nimmst du das? Jetzt habe ich mich für einen Hybrid entschieden. Der Typ hat das selber gebaut. Ich finde es nicht schlecht und ganz ehrlich, warum habe ich das gekauft? Es war günstig. Die kommt raus, die kommt rein. Dann werden wir Folgendes machen. Dieser Rohr kommt komplett raus, bis hierhin. Hier, darüber, hierhin, dann geht er hier rein und dann geht er hier raus und geht direkt hier rein. Bei der Halterung muss ich auf jeden Fall ein paar Sachen ändern. Das ist ja eigentlich quasi nur für den Golf 3. Bei dem Golf 4 Front ist es anders. Für die Scheinwerfer. Ihr seht das? Die Halterung für die Befestigungsschrauben. Hier alles abschneiden, die Dinger dran schweißen, so dass die Scheinwerfer später reinpassen. Ich habe das Ganze hier einmal bearbeitet. Das ist ja dieser Schlossträger. Das habe ich jetzt komplett bearbeitet. So, dass das Ganze auch hier reinpasst. Ohne Probleme. Hier kommen dann später zwei Löcher, wo wir das hier dran schrauben. Und da durch gehen die Leitungen durch. Hier muss ich ein bisschen wegflexen. Das werde ich noch ein bisschen bearbeiten. So. So sieht das Ganze aus. Ja, das passt. Alles super. Ladeluftkühler ist drauf, so dass die Stoßstange auch schön reinpassen wird. Hier ist richtig geil. Ladeluftschlauch. Haben wir hier schön unser Loch. Hier kommt der Schlauch schön raus, dann hier durch, da rein, da, da. Ja, hier genauso. Haben das Ganze auch hier bearbeitet und das passt. Hier haben wir keine scharfen Kanten oder so, das ist das Gute. Nicht, dass ihr denkt, dass er hier beim Aufblasen kaputt geht. Da auf jeden Fall drauf achten, weil sonst habt ihr ein Problem später, wenn man hier scharfe Kanten hat irgendwo. Und der Turboschlauch sich schön aufbläst, dass er den kaputt macht. Ansaugbrücke haben wir jetzt eingebaut. Es sieht auch super aus. Nur ein kleines Problem gibt es. Die Drosselklappe hier dran machen. Kommen wir an die Zündspule dran. Ich glaube, der hatte einen Verteiler gehabt und keine ruhende Zündung. Deswegen wurde das so angepasst. Was ein Verteiler ist, zeige ich euch. VR6 Verteilerkappe. Und ihr seht ja, hier hat man ja viel mehr Platz. Und die wäre dann ungefähr hier. Da hätte man die Drosselklappe ohne Probleme einbauen können. Aber leider bei uns nicht. Perfekt wäre natürlich so. Ihr seht,
Passt nicht. Die Löcher passen nicht. Der berührt. Ja, wir könnten den zum Beispiel ganz umdrehen. So, so hätte der gepasst. Aber ganz ehrlich, dann sieht es natürlich wiederum nicht schön aus. Ne? Hier, der Gaszug ist unten. Ach, das sieht nicht gut aus. Das heißt, das Ding werden wir einfach gerade machen. So, dass wir einfach einen geraden Weg haben. Also wir könnten ja noch länger machen oder verkürzen das Ganze. Und dann, müsst ihr euch vorstellen, haben wir so einen Weg, der direkt zu der Ansaugbrücke geht. Servo-Belter ist ungefähr hier. Dann haben wir hier den Kasten für Batterie. Und dann passt das Ganze. Der direkt vom Ladeluftkühler kommt. Und danach, müsst ihr ungefähr noch vorstellen, der kommt ungefähr noch 2 cm nach vorne. Also wird er ungefähr hier sein. Und hier haben wir einen schönen Weg zum Turbo. Wir haben die Ansaugbrücke hier geschweißt. Einfach gerade gemacht das Ganze. Ihr seht, wie das geworden ist. Schön gerade. Eine Ansaugbrücke macht man eigentlich in der Regel, glaube ich, nicht gerade, weil die haben doch immer diese Schräge. Das, ob die Schräge dermaßen wichtig ist, das weiß ich nicht. Wegen dem Luftzufuhr kann sein, weil ich habe so gut wie keine geraden VH6 Ansaugbrücken gefunden, nur 1-2 Stück. Der anonyme Schweißer hinten schweißt, siehst du, ich bin nicht der anonyme Schweißer. Warum sagt ihr immer, ich bin der anonyme Schweißer? Also ich muss sagen, Wick schweißen ist eine Kunst für sich. Und der Mujahid macht das hier. Mujahid. Hier geht er so rum. So geradeaus. Direkt da rein. Da kommt das Ventil drauf. Haben wir auch schön Platz. Ja. Und dann geht er da rein. Zum Ladeluftkühler, von dem Ladeluftkühler raus, direkt zur Drosselklappe. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt können wir auch alles einbauen. Wie zum Beispiel Servobehälter können wir schön einbauen. Die Batterie können wir schön verbauen. Das passt doch. Wenn ihr so eine Ansaugbrücke nehmt, müsst ihr immer die Lichtmaschine etwas bearbeiten. Also keine Angst, einfach da ein bisschen wegflexen, wegschleifen und das Ding ist auch gut. So, hier werden wir das Ganze einmal verengen. Das heißt, das Rohr einfach mal dünner machen. Hier auch, dann passt das auch. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben das jetzt ein bisschen angeheftet. Und wir werden das ungefähr so lassen. Das werden wir einfach komplett nochmal schweißen. Dann haben wir ein komplettes Rohr. Und das war's. Und wir den kompletten Träger einbauen. Und mal schauen, ob es passt. Und yes, es passt. Hier muss ich noch ein bisschen mehr den Schlauch rein. Hier passt das auch. Ihr seht das. Der Weg ist einfach nur brutal geil. Muss ich das Ganze einmal kurz umdrehen, weil doch berührt hat. Und so ist es mir auch eigentlich lieber, weil wir den Anschluss schön direkt hier haben. Das heißt, wenn wir irgendwelche Probleme haben, irgendwelche elektronische Probleme, haben wir sofort den Anschluss hier. Das gefällt mir auch. Wasseranschlüsse braucht man nicht, aber hat man auch hier. Kann man auch sofort schön anschließen. Ich finde es gut. Und dann haben wir hier einen geraden Weg. Und dann, wenn du den immer wieder testen willst, kannst du das schön machen. Oh, finde ich gut gemacht. Ist gelungen, finde ich. Echt, war ein paar Tage Arbeit, die Laderohre nochmal hier vernünftig zu machen. Aber das Ding passt. Blauventil muss ich schauen, wie ich das da regle. Weil das wird doch ein bisschen knapp mit der Lichtmaschine. Aber das kriegen wir auch noch hin. Verlängern hier hin und dann kriegen wir das auch hin. Das auch noch hier dran und dann haben wir das Ganze. Schön, sieht gut aus. Das ist doch tausendmal besser als dieses quer rüber, hier runter, so ein Weg, so und dann so zurück. Achtet mal, jetzt hier runter. Mann, du kannst jetzt im eingebauten Zustand komplett die ganzen Öldruckschalter tauschen. Und glaubt mir, bei einem VH6 Öldruckschalter zu tauschen, das ist mal Hölle. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, wovon ich rede. Und das ist dann viel schrauberfreundlicher, wie das jetzt so momentan ist. Wenn ihr mal hier alles auseinanderbauen wollt, dann geht das ruckzuck. Einen halben Zentimeter Luft haben wir. Dann können wir das Ganze gerade machen. Dann stößt das Ganze auch nicht an. Ja, so langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Und das sieht gut aus.
Ich zeige euch mal ganz kurz die Ventildeckellichtung. Dazu kommt ja auch noch ein Video. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch morgen. Wenn ihr genau schaut. Kfz, was hier steht da? Also wenn ihr das seht, das ist nicht Staub oder so. Das Problem ist, wenn ihr die Folie sofort drauf macht, ihr müsst das Ganze abwaschen. Und das habe ich nicht gemacht. Hätte ich das Ganze nochmal abgewaschen, dann wäre das Ganze richtig schön gerade. Aber was soll man machen? Es sieht trotzdem gut aus. Was sagt ihr? Schreibt doch bitte in die Kommentare, weil der kommt natürlich in den 1.8T Quattro rein. Und ja, wenn das Ganze komplett fertig ist, zeige ich euch. Und ich sage euch, das Ding wird richtig geil aussehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz.